Machen wir uns nichts vor. Videofunkstrecken sind als Thema schon ein bisschen was Spezielles, oder? Und die tatsächliche Zielgruppe für dieses Video ist wahrscheinlich eher klein. Große Wertschätzung geht deswegen schon mal raus, wenn du dich bisher überhaupt nicht für Videofunken interessierst und trotzdem dieses Video angeklickt hast. Ich werde versuchen, euch ein paar unterhaltsame Minuten zu bereiten. Also, ich hätte es mir natürlich leichter machen können und am Ende des Advent-Events nochmal irgendwie ein, zwei DaVinci-Tutorials raushauen. Das sind ziemlich sicher leicht verdiente Klicks. Andererseits sind solche Systeme, das ist ja nichts anderes als einfach ein Gerät, was drahtlos ein Videobild von einem Gerät zum anderen überträgt, die sind tatsächlich ziemlich sinnvoll und die sind auch beliebt geworden. Und in den letzten Jahren kamen von verschiedensten Herstellern einen ganzen Haufen davon auf den Markt in ganz unterschiedlichen Preisklassen, auch sehr erschwinglich schon. Das hier, das Mars 4K von Hollyland, ist sicher eins der neuesten und auch besten Systeme in dem Bereich. Und ihr könnt es heute übrigens gewinnen. Trotzdem kann man sich natürlich legitim die Frage stellen, großes Angebot bei gleichzeitig kleiner Zielgruppe, ja, sind die Hersteller denn deppert? Ist der Markt dafür vielleicht gar nicht so groß? Eine Frage, die wahrscheinlich viele jetzt kurz vor Weihnachten brennend interessiert. Ich habe mich deswegen mal auf Investigativ-Tauchfahrt begeben und hart recherchiert und tatsächlich drei gute Gründe ausgegraben, warum selbst viele Leute, die glauben, keine Videofunkstrecken gebrauchen zu können, hiervon trotzdem profitieren. Grund Nummer 1. Videofunkstrecken sind tatsächlich eins der zentralen Elemente, wenn man sich auf den Weg vom Solo-Videoshooter hin zu einem richtigen Filmemacher-Teamplayer begeben will. Wenn ihr allein unterwegs seid, wenn ihr primär für euch selbst shootet, dann braucht ihr nicht unbedingt ein Übertragungssystem, dann habt ihr nämlich in der Regel direkt einfach auf der Kamera euren Monitor drauf und die Welt ist in Ordnung. Aber sobald man anfängt im Team zu arbeiten, sobald mehrere Leute um ein Set herum stehen, gibt es auch immer den Bedarf, dass mehrere Leute das Bild sehen wollen. Und nicht nur zum Spaß, sondern weil der eine vielleicht irgendwie die Jacke und die Krawatte beurteilen will, der andere das Licht, die dritte Person die Kamera und vielleicht habt ihr sogar noch einen Kunden dabei, der auch aufs Bild schauen will. Mehr Bedarf, auf den Monitor zu gucken, alle scharren sich um die Kamera, ist uncool. Deswegen ist in solchen Situationen und das merke ich ganz besonders, eine Videofunkstrecke tatsächlich eins der hilfreichsten und am häufigsten eingesetzten Werkzeuge. Grund Nummer 2, aufdringliche Zuschauer rückstellen. Gerade wenn ihr in der Situation seid, dass ihr auch mal für andere dreht, ob das jetzt Kunden sind oder Freunde oder Familie, ist ganz egal, dann habe ich sehr, sehr häufig genau diesen Effekt erlebt, dass die Leute sich darauf verlassen, Mensch, der Profi an der Kamera, der weiß ja schon, was er tut. Oftmals haben die vielleicht eigene Vorstellungen, oftmals ist dem Kunden vielleicht wichtig, dass irgendwas so und so zu sehen ist, aber man verlässt sich drauf, Mensch, der Profi mit seiner tollen Kamera, der weiß ja schon, was er tut und das geht so lange gut, bis am Ende das Material im Schnitt vorliegt und vielleicht doch nicht so ist. Unterschätzt nicht den Effekt, den vier oder mehr Augen haben können. Der Vorteil, einfach jemanden nicht nur einen Monitor in die Hand zu stellen, sondern ihr könnt damit ja auch beliebige Smartphones oder Tablets streamen und die einfach dem Kunden in die Hand drücken. Also ihr seid irgendwo, habt vielleicht keinen weiteren Monitor dabei, aber könnt einfach auf euer Handy streamen, könnt auf das Handy des Kunden streamen oder auf euer Tablet streamen. Drückt das jemandem in die Hand und macht die Person glücklich und reduziert damit gleichzeitig Rücksprachen, weil halt permanent alle wichtigen Leute am Set das Bild gesehen haben. Klingt vielleicht nach keiner so großen Sache, aber unterschätzt niemals den Vorteil von vier oder mehr Augen. Und Grund Nummer 3, für alle Eltern mit dicken Geldbeutel und Helikopterkomplex, und diese Kombination tritt genauso verdammt häufig auf, da diese Funkstrecken neben Video auch Audio übertragen, eignen sie sich in Kombination mit einer lichtstarken Kamera, zum Beispiel einer A7 S3, hervorragend als komplett überdimensioniertes 4K-Audio- und Video-Babyphone. Und ja, ich habe das zum Spaß schon mal ausprobiert. Okay, es ist schwer, mehr als nur das Offensichtliche zur Nutzung eines Video-Bild-Funk-Übertragungssystems zu sagen. Aber ich wiederhole mich, ich halte die beiden Punkte für relevant und unterschätzt es nicht, wie hilfreich es ist, eine weitere Person zu haben, die beim Drehen auf das Bild drauf guckt. Und ich meine jetzt nicht mal nur so neben der Kamera stehen, kurz auf dem Monitor spicken, sieht gut aus, sondern wirklich in Ruhe mit auf das Bild drauf guckt. Fehler finden kann, wichtige Dinge finden kann, ganz egal, ob das ein Kunde, ein Kollege oder ein Kumpel ist. Unterschätzt diesen Punkt nicht. Bleibt am Ende des Tages natürlich trotzdem eben ein spezielles Produkt, aber für die 5 von euch, die es interessiert, nur für euch, habe ich es ins Advent-Event aufgenommen. Okay, werfen wir mal einen genaueren Blick drauf. Mars 4K von Hollyland, das ist das System. Eine weitere Funkstrecke von Hollyland, könnte man sagen, die sind nämlich darauf spezialisiert, solche Teile zu bauen. Und die Mars 4K ist
eins der besten Systeme, das die momentan in ihrem Lineup haben. Und wie der Name schon sagt, überträgt die Bild in 4K. Die Funktionsweise ist denkbar einfach. Ihr befestigt einfach den Sender irgendwo an eurer Kamera. Im Falle so einer kleinen Systemkamera könnte man den einfach oben drauf machen. Es gibt aber auch Gewindeschrauben, sodass ihr ziemlich frei seid in der Platzierung. Ihr könnt das Gerät speisen über HDMI oder über SDI, was ziemlich cool ist, weil gerade viele günstigere Funkstrecken haben kein SDI. Also an meiner FX6, die mich jetzt filmt, wäre dann SDI das Kabel der Wahl, weil es halt einfach viel stabiler ist. Aber auch mit einem HDMI-Kabel kommt man da ziemlich gut zurecht. Per Strom versorgt wird sowas entweder mit einer normalen NPF-Batterie, die jetzt in diesem Fall die Sache schon relativ klotzig macht, aber geht eigentlich noch. Alternativ auch über USB-C oder über einen DC-Input. Dann könnte man das per D-Tap mit einem V-Mount-Akku speisen oder auch schlicht und einfach in die Steckdose stecken. Der Empfänger wird dann auch einfach mit dem Monitor verbunden. Ebola, das ist es. Also sofern beide Geräte auf denselben Kanal eingestellt sind, verbinden die sich innerhalb von wenigen Sekunden und ihr habt ein Videobild. Und das ist es im Prinzip eigentlich auch schon. Also im Wesentlichen funktionieren auch alle Holiday-Funkstrecken gleich. Die Bedienung ist super simpel. Ihr könnt Kanäle wechseln, ihr könnt zwischen drei Betriebsmodi wählen, die im Prinzip sich in Latenz oder Qualität unterscheiden. Also quasi entweder beste Qualität oder kürzeste Latenz. Wobei meine Erfahrung ist, dass die ehrlich gesagt alle ziemlich nah beieinander liegen. Und wenn ihr jetzt mal auf das Bild achtet und ich hier so meine Hand hin und her bewege, dann merkt ihr, da ist eine kleine Latenz. Und das ist im Prinzip auch einfach der Punkt, wo sich die Streu vom Weizen trennt. Holyland gibt 0,6 Sekunden an, 60 Millisekunden. Das sind ungefähr 2 Frames, wenn man ein 30 Frames Aufnahme zugrunde legen würde. Meine Erfahrung ist, dass es eher so 2 bis 3 Frames Latenz sind und das ist für die allermeisten Situationen überhaupt kein Problem. Das ist für die Bildkontrolle überhaupt kein Problem und ich meine, hey, ihr könnt das immerhin in 4K anschauen. Zum Fokus ziehen, live, um damit drahtlos 4K auf der PS5 zu zocken oder solche Sachen, ist die Latenz wahrscheinlich ein kleines bisschen zu lang. Es gibt allerdings auch Geräte, die kosten das 5, 6, 7-fache hiervon. Manche das 20-fache hiervon. Und genau die können das dann, das hat dann einen Grund. Die können riesige Codecs in hoher Qualität, teilweise über Kilometer übertragen, aber ich glaube mal, die Zielgruppe dafür, die ist sehr klein. Eine weitere Sache, die man hier im Speziellen wissen sollte, ist, dass der SDI-Ausgang nur ein 3G-SDI-Ausgang ist. Das heißt, der kann nur Full HD übertragen. Ist vielleicht nicht so klug gewählt bei einer 4K-Funkstrecke. Das heißt, wenn ihr ein 4K-Bild auch wirklich empfangen wollt, müsst ihr das über HDMI machen. Für mich nicht ganz so relevant. Die Tatsache, dass das Maß 4K wirklich 4K überträgt, halte ich gar nicht für so wichtig. Mir reicht ehrlich gesagt Full-HD-Qualität vollkommen aus. Viel spannender gegenüber günstigeren Holyland-Funkstrecken, wie zum Beispiel der Maß 300 Pro, ist schlicht und einfach, dass hier die Latenz noch mal ein bisschen kürzer ist und die Reichweite noch mal ein bisschen höher. Auch erkennbar an den kleinen abnehmbaren Antennen hier oben drauf. Tja, und wenn ihr sagt, hey, grundsätzlich gar nicht so uninteressant, aber ein System, was rund 800 Euro kostet, ist mir vielleicht ein bisschen zu teuer. Es gibt auch günstigere Optionen. Es gibt Optionen, die kosten die Hälfte und weniger, sind dann halt auf Full HD beschränkt, sind dann in der Regel nur auf maximal 30 Frames beschränkt und so weiter. Aber das sind ja durchaus Dinge, mit denen man leben kann, wenn es nur darum geht, das Bild mal kontrollieren zu wollen. Ansonsten ist das durchaus ein sehr schönes und vor allem sehr einfach zu bedienendes System. Deswegen habe ich es auch ausgewählt. Toll verarbeitet, Vollmetall. Ein Wort vielleicht noch zur Reichweite, die ist angegeben mit 150 Metern. Das ist sehr, sehr abhängig von der jeweiligen Situation. Outdoor sind sogar bei direkter Line of Sight, also wenn nicht dazwischen ist, mehr als 150 Meter möglich. Indoor kommt es total auf die Beschaffenheit der Wände dazwischen an. Vielleicht 50 Meter, ich bemesse das gar nicht so sehr in Metern, eher so in der Anzahl an Räumen, also Ich muss sagen, für alles, was ich Indoor tue, vollkommen ausreichend. Wenn man in einem Veranstaltungssaal ist, wo man einfach nur von einem Ende zum anderen Ende des Raums übertragen will, überhaupt kein Problem, da ist nichts dazwischen. Und über 5 weitere Räume habe ich es zumindest noch nicht versucht. Also für meine Zwecke vollkommen okay. Seid euch nur dessen bewusst, dass ihr die 150 Meter oder mehr in Innenräumen mit Wänden dazwischen natürlich nicht schaffen werdet. Okay, und jetzt zum schönen Part, denn ich verlose nochmal ein Maß 4K von Holyland im Wert von, ja wie gesagt, roundabout 800 Euro. Und was ihr dafür tun müsst, ist im Prinzip, wir drehen einfach mal den Spieß um. Ne? Ich habe auch ein wenig aus Verlegenheit heraus, weil ich weiß, dass man, zumindest was YouTube-Videos betrifft, die Leute erst ein bisschen für sowas begeistern muss. Diese Videos klicken sich nicht von selbst. Also ich habe versucht, euch für dieses Thema zu begeistern. Jetzt machen wir es umgekehrt. Begeistert mich doch mal. Erklärt mir doch mal,
Warum wollten ihr sowas haben? Hm? Was wollten ihr damit machen? Warum wollt ihr die Mars 4K, die oder das Mars 4K? Ich weiß es gar nicht. Warum wollt ihr das Mars 4K gewinnen und was wollt ihr damit machen? Schreibt es mir in die Kommentare und bedenkt, ihr habt dafür natürlich noch den ganzen Monat Zeit, wie bisher, bis zum Abend des 31.12., also bis Jahresende. Das betrifft auch alle anderen Videos des Advent-Events. Das heißt, wenn ihr irgendwas noch nicht geschaut habt, klickt einfach mal in die Playlist rein, da sind alle verlinkt. Ihr könnt noch an allen Gewinnspielen teilnehmen bis zum Ende des Monats. Und ja, dann sag ich mal wieder ciao, ciao. Es ist Zeit für den heutigen Feierabend. Wir sehen uns morgen um 16 Uhr wieder, dann auch wieder pünktlich. Macht's gut und ciao.